Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sophie und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um Capo und Kolja Goldstein. Eine Kombination, die bei mir hohes Interesse weckt. Rein musikalisch gesehen würde ich sagen, beide Stilistiken sind grundverschieden. Nichtsdestotrotz sehe ich da eine geile Kombination rauskommen. Potenziell an dieser Stelle. Wie gesagt, Capo jemand, der, sagen wir mal, mit der Zeit mehr in die Rap-Melodien eingegangen ist, da so seine Stärken gefunden hat. Kolja, der generell harten Rap macht, aber da treffen sich auch vielleicht auch beide Künstler, ist, dass die teilweise die Thematiken hier und da mal sich ähneln. Deswegen, ich bin sehr, 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 sehr krass gespannt. Der Track heißt Ghetto Star. Wenig schlechte Songs, die den Tracknamen Ghetto besitzen. Dann würde ich mal sagen, wir schauen jetzt gemeinsam rein. Let's go. Aha. Aslak, Mafia, Kartell. 2.10, Frankfurter Oktober. Ein leerer Magen und ein altes Motorola. Wir sind draußen, spielen Scarface gegen Sosa. Peter fangen an zu trinken wegen Barbot oder Programm mit der Werbung. Ja, das ist aber ein ganz anderer Capo. Guck mal, wir wissen alle, wir müssen uns gar nicht großartig darüber unterhalten, welcher Capo der beste Capo ist. Den Capo, den sich jeder zurückwünscht. Und wir wären alle glücklich, wenn dieser Capo wieder existieren würde. Das ist der alles auf Rot Capo. Muss ich näher drauf eingehen, Capo. So. Natürlich, am Ende des Tages, Capo hat schon gefühlt eine OG, müssen wir schon OG des Games bezeichnen, auch wenn er noch relativ jung ist, ne? Für die, die wissen, er kam sehr, sehr jung. Atom-Capo, ne? Wie die Anfänge kennen, die wissen ganz genau, Capo kam damals ganz anders in die Szene. Aber alles, ich würde es mir halt etwas wünschen. Ich würde, der Zeitpunkt finde ich persönlich richtig. So, und der Anfang hört sich schon mal nice as fuck an. Ein Zimmer, vier Geschwister und dann 7 Jahre Knast unterm Bett. Perlweißes Taschkristall, Konsistenz auf dem Bach, alles grau, aber matt, schwarzer Benz in der G-Class. Hektiks, weil die Fracht aus Madeira zu spät kam, ich toleriere keinen Fehlschlag. Die lässt jeder sich bezahlen, Bullen lesen meinen Namen und sind blind, so wie Ray Charles. Bullen lesen meinen Namen und so blind, so wie Ray Charles. Ei. Nichtsdestotrotz, da gab es eine Passage, die mich doch wieder an diese, ich weiß noch, nämlich der erste Song von Alles wird Alles auf Rot, das war ja so ein Real Talk Track, ne? Ich weiß noch, mit der Melodie, was der damals gemacht hat, ja. Auf jeden Fall, es sind so Passagen wie, so, wir sind draußen spielen Scarface gegen Sosa, Väter fängt an zu trinken wegen Barbuth oder Poker, Mutter wird mit CS Gas geweckt, ein Zimmer, vier Geschwister und dann 7 Jahre Knast unterm Bett. Gibt halt viele, viele Leute, die sich von solchen Themen angesprochen fühlen, solchen Lyrics angesprochen fühlen, solche Szenarien teilweise selber erlebt haben, so, und sich mit der Musik dann so verstanden gefühlt. Mein Bruder wollte auch einen Range Rover. Mein Onkel sieht aus so wie Esco. Wir sind geboren für den Scheiß, wir sind Ghetto-Star. Mein Letten sind die Gangsche. Ganz, 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 ganz wilde Hook, um ehrlich zu sein. Anfänglich eher, war ich mir nicht so, also anfänglich fand ich das nicht so besonders, dieses Tsch-tsch-tsch-tsch. Ne, mein Bruder wollte auch rein Range Rover. Mein Onkel sieht aus wie Escobar. Danach hat es Flavor gehabt. Danach hat es eine gewisse Gewürze gehabt, ja? So. Ich würde gerne nochmal so eine komplette Meinung haben, wenn wir das zweite Mal diese Hook hören. Aber bis jetzt, geile Location. Ne? Ob das jetzt in Istanbul gefilmt ist oder Dubai, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, Kolja, definitiv ist das nicht in Europa gefilmt. Denn da kann sich Kolja zurzeit natürlich nicht blicken lassen. Das wissen wir mittlerweile von seinem Interview. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie Kolja auf diesen Beat kommt. Hart, melodisch oder was? Weiß man ja nie. Stand, weiße Paste gebunkert im Tiefkühlfach. Mein Auslandskontakt, Mann, ist Diplomat. MEG fährt den Kameras mit Apfelfängern. Kleiner Bruder ist auf Flucht, der muss sein Passbild ändern. Existenzen in Handschuhfächern. Müssen Grenzen umfahren, 1000 Checker Deck, Schalen in Aschenbecher. Meine Hände sind ne. Die Drums sind fucking nice. Die Drums sind genial. Ne? Die Drums sind genial. Die kommen nicht hart, die sind so. Ein bisschen soft. Ein bisschen softer vom Klang her. Aber die geben Rhythmik. Die geben nice Rhythmik. Hartes Ding, ne? Harter Sound, aber ein bisschen anders.
Und dieses bisschen anders gibt es zurzeit ein bisschen zu selten. Dass man vielleicht eine Thematik bedient, über die andere schon geredet haben, aber soundtechnisch dem Ganzen seinen eigenen Touch gibt. Und da war Capo immer schon jemand, der ganz vorne mit dabei war. Capo hat gemacht, wie er wollte. Sich nie auf einen Sound festgelegt. Und ihm war das egal, ob die Leute sich den Capo gewünscht haben, den Capo gewünscht haben, den Capo gewünscht haben. Er hat einfach so gemacht, wie es ihm gepasst hat. Böse und Taschbich. Ganzer Keller stinkt nach verbranntem Plastik. Nachtschicht, Schmack und verpacktes Tasch macht mich wach die ganze Nacht lang. Ja, viele Leute haben damals Atom-Capo gefeiert, geliebt. Der war Legende auf Street. Seine Lieder, ich schwöre, man hat die tot gehört. Mercedes, du hast das gelaufen. Der hat das Ding einfach komplett liegen gelassen. Hat sein Ding weitergemacht. Hat dann Hallo Monaco. Und dann irgendwann, dann war wieder Pause. Da war er so ein bisschen auf dem K1-Film mit Champagner und sowas. Hat er auch wieder liegen gelassen. Und dann alles auf Rot, dann hat sich Capo gefunden als Künstler. Mein Bruder wollte auch einen Rage-Mode. Mein Onkel sieht aus so wie Esco. Wir sind geboren für den Scheiß, wir sind Ghetto-Star. Okay. Ich würde sagen, es ist ein guter Song. Also bis jetzt, Capo nice. Real Talk nice. Okay, jetzt kommt gleich die Culture-Passage. Ist nicht so ein Ding, wo du jetzt drauf guckst und sagst so, ein Song für die Generationen, da muss ich ehrlich bleiben, aber ein solider Song, auf den du jedes Mal wieder zurückgreifen kannst, wenn du einen gewissen Vibe verspüren möchtest. So, etwas eine Mische aus Härte und eine gewisse Mische aus Melodie, das, was der Capo so ein bisschen ausmacht, meiner Meinung nach. So, aber nicht zu sehr in verschiedenen Richtungen. Es trifft eigentlich eine gute Mitte, um ehrlich zu sein. Es trifft eine gute Mitte. Nur nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal gespannt sein, wie Kolja da reinkommt und teilweise in welche Richtung jetzt der Song sich verfährt. Meine City Gang Shit. Mama, bitte weg, wenn ich auf. Ich hasse diese grauen Wände in diesem dreckigen Haus. Alles grässlich und grau, mach Geschäfte, stopp. Ich wasch mit Asset und die Hände sind taub. Wir sind für jeden bereit. Meine Jungs machen Morde vor der PGP-Zeit. Okay. Lockerer Flavor, nicht zu hart. Ziemlich calm. Sehr, sehr calmer Kolja, muss man an dieser Stelle sagen. Ein sehr calmer Kolja. Bei Kolja muss man immer in die Lyrics gucken. So. Weil die könnten immer eine tiefere Bedeutung haben. Deswegen. So. Mama backt mich. Okay, ich hasse diese grauen Wände in diesem dreckigen Haus. Alles hässlich und grau. Mach Geschäfte mit Staub. Ich wasch mit Acid und die Hände sind taub. Wir sind für jeden bereit. Meine Jungs machen. Okay. Aber ich würde sagen, passend zu dem Vibe. 100%. Von der Stilistik her. Weil wenn er jetzt hart kommt, fickt es so ein bisschen den Song. Bin ich ehrlich. Weil es passt einfach nicht da rein. So. Aber die Stilistik passt sich auf jeden Fall auf den Song drauf. Das ist 100%. Keine Ehren und Neid, wo man den Preis seiner Ehre mit der Seele begleicht. Ich bin mit iTouch bei Trove. Keiner von uns beiden kann mehr heim, wo er wohnt. Seit so vielen Jahren lässt der Scheiß nicht mehr los. Scheißegal, wir sind die Scheiße gewohnt. Mein Bruder wollte auch einen Range Rover. Die eine Zeile war nice. Was war das nochmal? Die war nice as fuck. Hier, warte. Kenne nur Tränen und Leid, keine Ehre und Neid, wo man den Preis seiner Ehre mit der Seele begleicht. Das ist eine fucking Line, yo! Seit so viel lässt der Scheiß nicht mehr los. Scheißegal, wir sind scheiße gewohnt. Ziemlich kurzer Part, aber solide. Es passt auf jeden Fall gut in den Song. Das zu 100%. Es passt sehr, sehr gut in den Song. So, weil jede andere Stilistik, von der wir wissen, von Kolja, finde ich ziemlich unpassend auf dem Ding. Weil es verfährt einfach diesen calmen Gangster-Rap-Song mit bisschen Melodien, ne? Und das war's dann aber auch, ne? Und da passt für mich kein aggressiver oder Autotune-Kolja drauf. Gar nicht, null. Gar nicht. Mein Onkel sieht aus so wie Esco. Wir sind geboren für den Scheiß, wir sind Ghetto-Star. Mein Leben sind die Gangshit. Was ist hier eigentlich? Deine Geschichte. Mein Leben sind die Gangshit. TikTok. Was hat er gesagt? Wie Tup-Tup-Dokus? Was wisst ihr eigentlich mit eurem Gesicht? Ohne YouTube-Dokus und ohne TikTok, hä? Wir sind aus dem Exil gegangen. Wir sind darüber hinaus. Wir sind Männer. Okay. Auf jeden Fall. Zu dem Ende des Songs. Was kann man dazu jetzt großartig sagen? Ich würde sagen, geile Combination. Ne? Geile Combination. Guter Song. So. I like the hook. Ich mag die Hook.
Ob das jetzt ein Hit wird oder ob das jetzt wirklich ein Song wird, der sich ganz geisteskrank durchsetzen wird, es wird natürlich auf den einzelnen Hörer ankommen, ob der wirklich ein Replay-Value da sieht. Ich definitiv schon. So, Kolja mit seiner Stilistik, zwar kurz, ne, jetzt nicht crazy, kein crazy Talk gedroppt, aber dafür sehr passenden Talk auf den Track. Vibe von dem Track verändert oder irgendwas daraus gemacht, was es nicht ist. So, sondern genau das drauf geballert, was passt. Und deswegen würde ich sagen, war es eine gute Combination. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.